Ein unfassbar starkes Team of the Week steht uns bevor, doch heute werden wir versuchen, einen von drei richtig kranken Spielern zu ziehen. 6 Team of the Week Packs, let's go! Falls du noch günstige FIFA Points, Coins, PSN Cards oder Xbox Cards brauchst, schaut bei meinem Sponsor IGFold vorbei und mit dem Code SMAXY bekommt ihr einen richtig fetten Rabatt. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dies war das die Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zum nächsten Pack Opening. Ja, was jetzt in den letzten Wochen natürlich sehr, sehr oft kam. Aber heute nochmal was ganz Besonderes. Wir haben ein neues Team of the Week. Wir haben unfassbar gute Spieler wie Neymar, Hazard oder auch Aguero. Und wir wollen heute 6 Team of the Week Packs, die tradable sind, öffnen, die ich natürlich vorgespart habe. Und ich bin der Hoffnung, vielleicht was Gutes zu ziehen, gehe aber eigentlich mit einer absolut negativen Einstellung rein. Denn man sollte nicht zu viel erwarten, wenn man weiß, das Packluck war eigentlich die ganze Zeit in FIFA 18 nicht sonderlich treu. Bis auf Kanté und Neymar. Ja gut, die waren jetzt nicht so schlecht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn dir das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für euer komplettes Feedback gestern bei diesem Video. Sehr, sehr geil. Dazu werde ich vielleicht irgendwann mal später noch was in dem Video dazu sagen. Beziehungsweise am Ende dieses Videos. Müssen wir einfach mal gucken. Wir starten rein und gucken uns direkt mal das Team of the Week an. Ich weiß nicht, ob es schon da ist. Es ist noch nicht da, dann blende ich es euch ein. Ja, wir haben extrem viele gute Spieler. Wir haben Neymar, Aguero, Hazard, das wisst ihr schon. Wir haben Thomas Müller, wir haben Fekir hier mit dabei. Des Weiteren haben wir aber auch sowas wie Horn, Ginter, Milinkovic, Savic haben wir als Second Info mit dabei. Aber wir haben auch so Spieler dabei, die wir ziehen können wie Zoet. Ja, und vielleicht andere 81er, wo ich mir denke, die will ich nicht unbedingt ziehen. Balotelli wäre schon mal nicht ganz so schlecht. Aber ich bin extrem gespannt, was wir ziehen werden. 6 Stück haben wir insgesamt an der Zahl. Wir können Packluck haben, wir können es aber auch komplett verkacken. Und ich bin mega gespannt. Ich habe extra ein bisschen länger gewartet, weil am Anfang des Team of the Weeks haben natürlich sehr, sehr viele Leute die Packs geöffnet. Und ich versuche jetzt einfach, wenn dann viele sagen, nee, jetzt sind meine Packs vorüber, einfach jetzt was zu machen. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Packluck. 19.36 Uhr, ich bin gespannt. Wir starten rein. Erstes Team of the Week Set. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gezogen habt aus diesen Packs, ob ihr welche angespart habt. Wir haben insgesamt für 6 Stück 100.000 bezahlt. 100.000 wollen wir rausholen. Erstes Pack, let's go. Nacho Fernandes auch mit am Start, Innenverteidiger von Real Madrid als Second Info. Der Schlitz ist natürlich da, wir ziehen im ersten Pack. Italien-Stürmer und das ist der 84er Ogenis. Von Ogenis, der Spieler Balotelli. Walkout ist da. Erster Spieler, der kostet ungefähr 30.000 bis 40.000 Münzen. Die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Das sieht sehr, sehr gut aus. Richtig gute Werte. Sehr guter Start. Sehr guter Start für den Anfang. 84er Balotelli. Wir gucken ganz kurz mal rein. Wie ist denn der Preis zurzeit? Ihr seht schon, 42.000 werden schon geboten. Ne? Sehr gut. Ja, freue ich mich. Nehmen wir gerne mit. Packen wir in den Verein. Und dann machen wir direkt weiter. Ja, mehrere Packs haben wir noch zur Verfügung. 5 Stück. Wir nehmen die goldene Mitte. Let's go. Zweites Info-Pack. Ich lege den Controller wieder weg. Troll kann natürlich sein mit Brasilien, dass dann Talisca kommt statt Neymar. Ich bin gespannt. Argentinien vielleicht? Nein, das ist Bailly. Oder Bailey von Leverkusen. Und der kostet auch 30.000, 40.000 Münzen. Auch das ist ein Info-Walkout. Das ist nicht schlecht. Den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Der hat übrigens bessere Werte als der 87er Ori, Baby Ori. Ja, der 87er, dieser Icon. Wahnsinnswerte für den linken Mittelfeldspieler aus der Bundesliga. Auch der richtig gut, nehmen wir gerne mit. Was? Auf ihn wird einfach 80.000 geboten. Ja, die nehmen wir aber sofort mit, die 80.000. Die nehmen wir sofort mit. Also das ist schon übel. Also der wird definitiv noch fallen. Ich bin gespannt. Wir stellen für 79 drauf und hoffen, dass er irgendwie weggeht. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob er weggeht. Ich hoffe es zumindest. Wir machen weiter. Weiter geht's, komm schon, komm schon, komm schon, wieder eins mit der Nase, vielleicht bringt's ja Glück, ja, vielleicht bringt es ja Glück, komm schon, Belgien-Flagge, Argentinien-Flagge, Brasilien-Flagge, eins von den dreien wünsche ich mir, Spanien, Innenverteidiger, es wird Monreal werden, der 83-rated Spieler von Arsenal London, leider kein Walkout, leider Innenverteidiger wäre Nacho Fernandes gewesen, hätte uns auch nochmal 100.000 gebracht, aber leider Gottes wird es nur der 83-geratete Nacho Monreal und leider geht unser Bailey nicht weg. Das ist bitter. Das ist bitter. Aber auch er bringt uns nochmal gute 20.000 bis 30.000 Münzen. Sehr, sehr geil. Packen wir natürlich in den Verein. Und wir haben noch insgesamt 3 Packs übrig.
Die Hälfte ist geschafft. Ich bin extrem zufrieden bis jetzt mit der Ausbeute. Muss man so sagen. Wir starten rein. Let's go. Komm schon. Nächstes Pack wieder mit der Nase. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Wir sollen unser Pack-Luck vielleicht heute mal übertreiben oder auch nicht. Ich bin gespannt. Komm schon. Frankreich, ZIV und das wird Thomas. Ja, Thomas. Eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ja, 58 Tempo macht diese Karte einfach nur zunichte. Und das wird ein Spieler sein, der halt einfach nichts wert ist. Leider Gottes, aber egal. Man braucht auch mal einen Spieler, der nicht ganz so viel wert ist. Den packen wir natürlich auch mit in den Verein. Und dann sind es noch zwei Packs, die übrig bleiben. Wir haben noch zwei 81 plus TDW Spieler. Zweimal die Chance auf Neymar, Aguero oder Eden Hazard, Third Inform. Let's go, wir öffnen es. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Komm schon, EA, gib uns einmal Packluck. Jetzt nach dem Team of the Year. Packluck nach dem Team of the Year geht nicht klar. Denn es ist nochmal Balotelli und das sind auch nochmal 50, 40, 50.000 Münzen. Die nehmen wir auch sehr gerne mit. Damit holen wir auf jeden Fall schon mal insgesamt mehr raus, als wir ausgegeben haben. Und deswegen bin ich mit diesem Video auf jeden Fall zufrieden, beziehungsweise auch mit dieser Pack-Ausbeute. Müssen wir mal gucken. Was haben wir noch drin? Dann im letzten Pack. Ja, Bailly ist immer noch nicht weggegangen, das ist schade. Aber wir haben nochmal eine einzige Chance. Wir gucken nochmal ganz kurz schnell nach, was ist Bailly in Form wert. Vielleicht haben wir halt ihn wirklich viel zu teuer draufgestellt. Leon Bailly in Form-Variante. Gucken wir mal rein, maximal, sagen wir mal, 80.000. Ich weiß nicht, der hat nämlich schon einen First in Form. Und ihr seht schon, müssen wir vielleicht noch ein Stück weit hochgehen. Hoffentlich haben wir ihn nicht allzu sehr billig angegeben oder einfach draufgestellt. Ich weiß es halt echt nicht. Ja, hier haben wir schon welche. 80k, 75k, die haben wir zu teuer draufgestellt. Und das war ein ganz großer Fehler, Jungs. Ja, weil jetzt sinkt er eine Stunde lang. Und da bekommen wir wahrscheinlich nicht ganz so viele Coins raus, wie er vielleicht wert ist. Wir machen weiter. Letztes Pack für dieses Video. Let's go. Ich bin gespannt. Heute ein kurzes und knackiges Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir starten rein, drücken einmal X, machen nochmal X. Tu nicht überspringen, das ist schon mal gut. Vielleicht bringt es uns doch jetzt nochmal am Ende Packluck. Komm schon, EA, gib uns Packluck. Bitte, bitte, bitte. Es wird Spanien, LV und wird es wieder Montreal. Oh, warum wieder Montreal? Warum nicht Nacho Fernandes? Aber okay, wir holen trotzdem Plus raus aus diesen Packs und das ist schon mal nicht schlecht. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Es hätte natürlich noch was viel, viel Krankeres sein können. Aber Nacho Monreal geht auf jeden Fall klar. Den packen wir auf die Transferliste. Und damit soll es das für dieses Video gewesen sein. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wollte ich schon sagen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst richtig krachen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer gerade frühstückt. Interessiert mich auf jeden Fall. Und wir sehen uns. Ja. Bis zum nächsten Video, beziehungsweise heute zum nächsten Stream hoffentlich. Ich bin raus, euer Chris und ciao.